Das größte TV-Rätsel Deutschlands ist endlich in eine neue Runde gestartet. Bei The Masked Singer 2023 wurde bereits der erste Star enthüllt. Hier gibt es alle Infos zu den Masken und Enthüllungen der 8. Staffel. Welcher Star steckt unter der Maske? Seit dem 1. April ist Deutschland wieder im Rätselfieber. In der 8. Staffel der ProSieben-Erfolgsshow The Masked Singer verzaubern insgesamt 9 Masken das Live-Publikum im Studio und die Zuschauer und Zuschauerinnen vor den TV-Bildschirmen. Eine Maske musste bereits die Hüllen fallen lassen, und darunter verbarg sich eine waschechte Filmgröße. Enthüllung in Folge 1 von The Masked Singer, dieser Star steckte unter dem Känguru. Von der Kinoleinwand auf die große The Masked Singer Bühne. In der ersten Live-Show am 1. April musste das Känguru die Maske fallen lassen. Unter dem fälligen Tattoo-Liebhaber aus Down Under verbarg sich niemand Geringeres als Schauspieler Jan-Josef Liefers, 58. Der Tatort-Darsteller gab den RB-Hit Blurred Lines von Robin Thicke, 46, zum Besten, bekam im Zuschauervoting jedoch am wenigsten Stimmen. Ich wäre gern noch dabei gewesen, so sein Fazit nach der Show. Seinen Promi-Kollegen rät Jan-Josef Liefers, unbedingt mal bei The Masked Singer mitzumachen, schließlich könne nichts passieren, außer dass ihr schwitzt und etwas schlanker seid. The Masked Singer 2023, diese Masken geben den Zuschauern noch Rätsel auf. In Folge 2 muss der nächste Star die Maske fallen lassen und seine Identität preisgeben. Aktuell sind es noch diese 8 Masken, die den The Masked Singer Fans weiterhin Rätsel aufgeben. Der Pilz möchte bei The Masked Singer 2023 das Image von Fliegenpilzen aufbessern und zum Glückssymbol der Show werden. Dafür sammelt er weiße Punkte, die ihn zum Glückspilz machen. Diamantula lockt mit ihrem wunderschönen Gesang die Leute in ihr diamantförmiges Netz. Dort hält sie sie aber nicht gefangen, sondern möchte ihnen einfach nur ein Ständchen singen. Frech, frecher, der Toast. Auf der The Masked Singer Bühne will der Toast ganz viel gute Laune verbreiten. Die Raute Masked Singer-Fans können mitbestimmen, welchen Belag der Toast in der nächsten Show trägt. Der Frotteefant möchte ein flauschiges Kuscheltier sein und auf der The Masked Singer Bühne verzaubern. Mit seinen großen Händen kann der Frotteefant fast nichts greifen und ist immer traurig, wenn ihm was herunterfällt. Wenn der Waschbär gerade mal nicht am Schlafen oder Klauen ist, rockt er die The Masked Singer Bühne. Der Waschbär ist tagsüber oft müde, weil er ein unwissender Schlafwandler ist. Nachts streift er umher, stiebitzt Dinge und wundert sich am nächsten Morgen über das Diebesgut. Das Seepferdchen kommt direkt aus den Tiefen des Ozeans auf die Bühne von The Masked Singer 2023. Das Seepferdchen unterrichtet die kleinen Seepferdchen in der versteckten Stadt Koralika. Vorsicht, pieksig! Der Igel hat gerade erst sein Abitur gemacht und will sofort daheim raus und auf die große The Masked Singer Bühne. Seine einzige Bewerbung ging an die ProSieben-Show. Der SCHUHSCHNABEL verzaubert die Zuschauer und Zuschauerinnen mit seinem eindrucksvollen Federkleid. Er lebt normalerweise als versteinerter Wasserspeier auf einer Burgzinne, bis eines Tages plötzlich ein Prominenter wie ein Blitz in ihm einschlägt und ihn zum Leben erweckt. The Masked Singer, Staffel 8. Das sind die Sendetermine 2023 im Überblick. The Masked Singer läuft seit dem 1. April immer samstags, um 20.15 Uhr, live auf ProSieben und auf Join. Ganze Folgen der ProSieben-Erfolgsshow findest du nach der Ausstrahlung als Stream bei Join sowie Ausschnitte von den Auftritten deiner Lieblingsmasken in der ProSieben-Mediathek.